Nachdem im Jahr 2018 die Sanierung der Scharfbergbahn mit der Bahntrasse begonnen hat, steht nun der Neubau der Talstation am Programm. Rund 7,5 Millionen Euro lässt sich die Salzburger AG die Modernisierung kosten. Im Jahr 2019 wurden knapp 340.000 Fahrgäste auf dem Berg befördert. Wir wollen hier ein touristisches Dienstleistungszentrum schaffen, mit Bahnhof, mit Foyer, mit Ausstellung, mit Shop, mit Gastronomie. Und mit diesen Blickachsen zum See und in den Norden auf den Schafberg ist es schon ein einzigartiger Kristallisationspunkt, den Einheimische und Gäste zukünftig sicherlich gleichermaßen schätzen werden. Im Rahmen eines europaweiten Architekturwettbewerbs wurden 2019 54 Projekte eingereicht. Der Entwurf des Architekturbüros Dunkelschwarz aus Salzburg überzeugte die Jury. Beim Ausstellungsbeginn auf der MS Salzburg an der Anlegestelle St. Wolfgang präsentieren die Sieger ihr Projekt selbst. Es ist im Prinzip eine große Halle, eine zweigeschossige, die gar nicht recht viele Unterteilungen braucht, weil es gewisse übergeordnete Dinge gibt, die diese Halle irgendwie zonieren. Und dieser Funktionsablauf, von dem ich vorher gesprochen habe, eigentlich optimal funktioniert. Es schaut so einfach aus, war aber, also wie wir vorher schon gehört haben, eigentlich doch recht aufwendig in der Entwicklung, dann schlussendlich zu dieser scheinbaren Einfachheit zu gelangen. Jetzt ist es soweit. Die in die Jahre gekommene Talstation wird mit dem Neubau auch auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Dadurch erhöht sich nicht nur die Qualität für die Fahrgäste, sondern auch für die Mitarbeiter. 2020 wird das Behördenverfahren abgeschlossen, im Jahr 2021 ist Baubeginn und die Fertigstellung ist für Winter 2022 geplant. Der alte Bahnhof ist ja ein Flickwerk und ein Stückwerk, der nicht isoliert ist, der von der Heizung her katastrophal ist, der vom Verbrauch her Wahnsinn ist. Und dieser Bahnhof wird natürlich auch wirklich jetzt den Stand der Technik entsprechen, in der Richtung Qualität, in der Richtung Sicherheit und natürlich in der Richtung Komfort. Die eingereichten Projekte sind noch bis zum 29. Jänner auf der MS Salzburg an der Anlegestelle St. Wolfgang zu sehen.